1c, was war die Heilige Allianz und was war ihr Ziel? Was versteht man unter Restauration? Auf dem Wiener Kongress versuchten die europäischen Herrscher, die europäischen Monarchen, den vorrevolutionären Zustand wiederherzustellen. Also die Französische Revolution war ein großer Schock. Man konnte ja anscheinend einfach einem Herrscher, in dem Fall dem König von Frankreich, einfach so den Kopf abschlagen und die angeblich ja durch Gottes Gnadentum gerechtfertigte Herrschaft einfach so durch eine Revolution beenden. Das hatte den europäischen Herrschern vom ersten Tag an große Angst gemacht. Und das große Ziel des Wiener Kongresses war für diese Herrscherhäuser, einen Zustand herbeizuführen, wie er vor der Französischen Revolution geherrscht hatte. Das heißt, man wollte also Restauration, man wollte die alten Verhältnisse, die vorrevolutionären Verhältnisse wiederherstellen, ne, restaurieren sozusagen. Und dazu sollte dienen die Heilige Allianz, das heißt also die europäischen Herrscherhäuser, und zwar über Konfessionsgrenzen hinweg. Also egal, ob man katholisch war oder protestantisch oder orthodox war, man glaubt hier an den gleichen Gott und man wollte eben diese angeblich gottgegebene Ordnung wiederherstellen. Und damit baut also der Wiener Kongress, vor allen Dingen geleitet durch den österreichischen Ministerfürst von Metternich, ein Gegenbild zu diesem Nationalstaatsideal auf, das aus der Französischen Revolution kommt. Das Gegenbild ist das Bild einer von Gott gegebenen autoritären staatlichen Ordnung. Also der König oder die Königin oder der Kaiser oder der Zar, wer immer das auch in dem einzelnen Staatswesen jetzt sein mag, steht eine Ordnung vor, und diese Ordnung ist vorgegeben durch göttliche Macht. Also man hat nicht eine Willensbildung im Volk, wie das der Nationalgedanke eigentlich fordert. Man hat keine bürgerlichen Rechte und Freiheiten, die quasi naturgegeben sind, sondern aus religiös begründet hat die göttliche Macht also jemanden zum Herrscher eingesetzt in dem Staat, und von dem geht also alle Macht und auch alle Gnade aus. Auf den selten auch auf die laufen also alle Fäden sozusagen zusammen. Und dieses System Metternich, das hier eingerichtet wird, dieses restaurative System, das wird sich in den meisten europäischen Staaten tatsächlich bis 1848 halten, also bis zur großen Revolutionswelle des Jahres 1848. Also wir haben die zwei Bilder. Wir haben einmal das Bild der Nation, das zwar das staatliche Einheit auf der einen Seite bedeutet, im Innern aber auch eine Liberalität. Das heißt also Verfassung, das heißt also bürgerliche Rechte, bürgerliche Grundrechte, in die der Staat und der Herrscher nicht eingreifen darf. Auf der anderen Seite haben wir das Bild des Gottesgnadentums, der alten Ordnung, der restaurierten alten Ordnung, wo also, ne, durch Gott eingesetzt ein Herrscher einen Anspruch darauf hat, über seine Untertanen zu regieren. Diese beiden Staatsideen stehen sich also in den europäischen Staaten im 19. Jahrhundert gegenüber, ausgelöst durch den Urknall der Französischen Revolution. Das war's zu 1c. Wir sehen uns wieder bei 1d.